In diesem kleinen Video wollen wir zeigen, wie man eine Personenbeschreibung verfasst. Eine solche Personenbeschreibung wird meist zum ersten Mal im Deutschunterricht der Grundschule versucht. Und dann kommt dieser Aufgabentyp in der weiterführenden Schule immer wieder vor. Und was ist das Ziel dieser Personenbeschreibung? Nur mit ihr wird versucht, ein sehr genaues Bild einer ausgedachten oder wirklichen Gestalt zu schaffen. Es kann also sein, dass man eine Illustration aus einem Buch, eine Figur aus einem Film oder aber auch eine wirkliche Person beschreiben soll. Das hört sich soweit einfach an, ist es aber nicht. Denn wann ist eine Beschreibung richtig gut? Nun zuerst geht es darum, dass ein einzelner Schüler, eine Schülerin ein Bild erhält und genau betrachten sollte. Im zweiten Schritt müssen er oder sie die Beobachtungen schriftlich festhalten, also eine Beschreibung verfassen. Die so entstandene Beschreibung wird im dritten Schritt von einem anderen Menschen gelesen. Und mit diesem Lesevorgang beginnt der Mensch sich vorzustellen, wie die beschriebene Person wohl ausgesehen habe. Wohin das führt? Nun, nur wenn die Vorstellung des Lesers der Bildvorlage für die Beschreibung ähnelt, war es eine gute Beschreibung. Aber wie stellt man es an, dass so eine Personenbeschreibung richtig gut wird? Ich sage meinen Klassen immer, dass sie sich an dem Prinzip GPS orientieren können. Dabei steht jeder dieser Buchstaben für eine Arbeitsphase. Das G steht für eine genaue Beobachtung. Schauen wir uns einfach ein konkretes Beispiel an. Und zwar eine Kohlezeichnung, die der berühmte deutsche Maler Albrecht Dürer von seiner Mutter anfertigte. Das Bild wurde 1514, etwa 6 Wochen vor ihrem Tod, gezeichnet. Es ist eine Skizze, die meine Klassen am Anfang der Unterrichtseinheit zu sehen bekommen. Zunächst sind meine Schülerinnen und Schüler erschrocken. Aber ein kurzer Hinweis von Albrecht Dürer zu seiner Mutter, den er in der Familienchronik geschrieben hatte, verrät, wie krank sie damals war und wie sehr er sie liebte. Diese, meine fromme Mutter, hat oft die Pest gehabt und viele schwere Krankheiten, hat Armut erlitten, Verspottung, Verachtung, höhnische Worte und andere Widerwärtigkeiten, doch ist sie nie rachsüchtig gewesen und in ihrem Tode sah sie viel lieblicher aus, als sie noch das Leben hatte. Hier ist also das Bild. Zunächst gilt es, genau hinzusehen und alle Beobachtungen in Stichpunkten aufzuschreiben. Dabei sollten wir zwischen allgemeinen und detaillierten Beobachtungen unterscheiden. Aus beiden Teilen entwickeln wir später unseren Aufsatz. Zu den allgemeinen Beobachtungen zählt erstens, dass es sich um ein Schwarz-Weiß-Porträt handelt, und zwar im Hochformat. Zweitens, dass eine ältere Frau abgebildet ist, die im Moment der Zeichnung über 60 Jahre alt ist. Drittens, dass diese Frau von ihrer linken Seite, man spricht auch von einem Halbprofil, zu sehen ist. Viertens, dass ihr Kopf sich leicht nach unten neigt, während die Augen vorsichtig aufblicken. Und fünftens, dass diese Frau auf den Betrachter einen schwachen, entkräfteten Eindruck macht. Habt ihr das gesehen? Bei den allgemeinen Beobachtungen geht man auf das Bildformat, die dargestellte Person, ihre Haltung und die Stimmung ein. Im Anschluss muss es um die Details gehen und damit kommt der zweite Buchstabe unserer Abkürzung GPS ins Spiel. Das G stand ja für eine genaue Beobachtung, das P zielt hingegen auf die passende Wortwahl. Was damit gemeint ist? Naja, wenn man die äußeren Merkmale einer Person beschreiben will, braucht man auch die richtigen Substantive sowie treffende Adjektive. Schauen wir wieder auf unser Beispiel. Der Kopf der Frau ist am oberen Bildrand und in der rechten oberen Ecke von einigen Kritzeleien eingerahmt. Auf dem Kopf trägt die Frau ein Tuch. Es scheint schmucklos, beinahe lose auf den Kopf gelegt und reicht bis zu den Schultern. Nur vage kann man unter diesem Tuch den Haaransatz erkennen. Es scheint, als hätte die Mutter von Albrecht Dürer im Moment der Zeichnung dünne, dunkle, wahrscheinlich schwarze Haare gehabt, die in der Mitte streng gescheitelt waren. Ihre Stirn ist durchzogen von vielen kleinen Runzeln. Die hochgezogenen dunklen Brauen betonen die aufgerissenen Augen. Die Augen unter den schweren Lidern scheinen matt, sie schielen ein bisschen und werden unten von tiefen Ringen und hohlen Wangen begrenzt. In der Mitte des Gesichts hat die Frau eine lange, schmale, spitz zulaufende Nase. Unter der Nasenspitze sieht man den Mund mit fest zusammengepressten, dünnen Lippen. Die Mundwinkel neigen sich dabei leicht nach unten. Das Kinn wird von einem tiefen Grüppchen geprägt
und mündet in einen dünnen, faltigen Hals. Markant sind zudem die knochigen Schultern, insbesondere das linke Schlüsselbein fällt dem Betrachter auf. Es verrät einen eingefallenen, hungernden Körper. Die karge Bluse, die die Frau trägt, ist geschlossen und von einer schlichten Jacke verdeckt. Schmuck oder irgendwelche Anzeichen von Wohlstand kann man an keiner Stelle erkennen. Wenigstens zwei Dinge sollten euch bei dieser Beschreibung der Details aufgefallen sein. Umso genauer man die Dinge benennt, die man sieht, umso passender man die Wörter dazu aussucht, umso besser wird die Beschreibung. Beispielsweise kann man den Kopf mit folgenden Substantiven sehr genau fassen: dem Haaransatz, der Stirn, den Schläfen, den Brauen, den Augenlidern, den Wimpern, der Nasenwurzel, dem Nasenbein, der Nasenspitze, den Nasenflügeln, dem Kinngrüppchen, den Lippen, den Mundwinkeln oder den Wangenknochen. Auch bei der Wahl der Adjektive sollte man behutsam vorgehen. Adjektive, die eher oberflächlich wirken, zum Beispiel die Wörter schön, gut, hässlich, nett, cool oder interessant, sollte man eher vermeiden. Und noch etwas hat eben die Aufzählung der Beobachtung gezeigt. Ist euch das aufgefallen? Wir haben das Bild der Frau geordnet erfasst. Wir sind nämlich bei der Beschreibung von oben nach unten vorgegangen. Mit anderen Worten, wir sind nicht zwischen einzelnen Details herumgesprungen. Man wechselt nicht einfach von den Augen zum Kinn und dann zu den Ohren und dann zum Haaransatz und dann zu den Schultern. Damit zeichnet sich an dieser Stelle ab, wofür der dritte Buchstabe unserer Abkürzung GPS gebraucht wird. Das G stand ja für die genaue Beobachtung der Person, das P für eine passende Wortwahl und das S signalisiert nun eine systematische, eine geordnete Schreibweise. Was das bedeutet? Nun, der Aufsatz zu einer Personenbeschreibung ist eine Folge von genau genommen vier Absätzen. Zunächst kommt die Einleitung. In ihr muss gesagt werden, welche Person beschrieben werden soll. Aber nicht nur der Name, auch das Alter und das Geschlecht der Person sowie der Fotograf oder der Maler sollten benannt werden. Im zweiten Abschnitt gilt es, das Bildformat, die Größe des Ausschnitts, die dargestellte Person, ihre Haltung und die Grundstimmung festzuhalten. Im dritten Absatz, dem eigentlichen Hauptteil, muss die Person dann so genau wie möglich von der Kopfspitze bis nach unten beschrieben werden. Und das Ende? Nun, dort sollte man 3 bis 4 Sätze zum persönlichen Eindruck über die Person und ihre Erscheinungsform formulieren. Und wenn der ein oder andere jetzt ein Beispiel für eine solche Personenbeschreibung sehen möchte, kein Problem. Wir haben unter dem Video in der Infobox Material mit einzelnen Übungsschritten abgelegt. Mit einer Bildvorlage, Formulierungsbeispielen, Wortschatzbeispielen und einem Musteraufsatz zur Personenbeschreibung. In diesem Sinne.